Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute der Traum oder Albtraum eines Tansho Showa. Wir haben Ihnen hier viele Fische gezeigt, viele Fische, die sich herausragend entwickelt haben. Aber wir wollen Ihnen natürlich nicht den Eindruck vermitteln, dass Sie unsere Fische alle nur perfekt entwickeln. Das gibt es nicht, das gibt es bei uns nicht, das gibt es bei keiner anderen Farm. Und es gibt sowas, das heißt Murphys Gesetz. Das heißt, wenn irgendwo Scheiße passiert, dann passiert sie in der Regel bei den Besten. Und wir haben hier einen Tansho Showa, der, wenn er das kleine Manko, was er jetzt gerade hat, nicht hätte, ein absoluter Traum wäre, gewachsen auf 80 cm von 64 cm. Jetzt innerhalb von 3 Jahren hier im Teich hat er die 80 cm gemacht, hat den Traum einer Zeichnung, schwarz, das Tansho ist perfekt. Ich glaube, ein Koi, der, wenn er den Makel nicht hätte, ob der jetzt klein oder groß ist, bewerten Sie bitte selber, der wahrscheinlich sogar Showreife hätte, vielleicht noch nicht ganz, aber kurz davor ist. Jetzt schauen Sie sich den Koi an. 80 cm Tansho Showa. An sich eine seltene Varietät, in der Größe sehr selten, toller Körper, tolles Volumen. Das Volumen wird auch noch stärker werden. Schauen Sie den Schwanzansatz an, schauen Sie die schwarze Zeichnung an, schauen Sie das Tansho an. Die Schwarzqualität ist sensationell, die Rotqualität ist sensationell. Also kurzum, der Fisch ist an und für sich das, was der Japaner Kampeki nennt, perfekt. Und dann schauen Sie sich an, was er hier entlang des Rückens, das ist keine Farbe, der hat eine kleine Hautgeschwulste entwickelt. Hier hat es angefangen, relativ kurz nachdem er hier eingesetzt wurde. Hier sehen wir noch ein kleines jetzt in der Bildmitte, auch im Schwanzansatz fängt es an. Sandra Lechleiter hat ihn mehrfach untersucht, angeschaut und sagt, man kann nichts machen. Ganz im Gegenteil, wenn man es wegschneidet, dann kann es in der Regel noch stärker werden, noch schlimmer werden, dass man dann quasi Pandoras Box öffnet, alles Böse entweicht und zurück bleibt die Hoffnung. Aber das wollen wir natürlich nicht riskieren und darum werden wir da mal gar nichts machen. Vielleicht auch nochmal Rotqualität. Schauen Sie, ein 80 cm Showa mit dem Rot. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Nibanhi, jetzt in der Bildmitte. Wir haben hier hinten einen kleinen Spritzer, wir haben hier am Flossenansatz hinten einen kleinen Spritzer Nibanhi. Also auch hier wieder Jumbo Koi mit perfektem Beni. Das zieht sich hier im Teich zumindest durch wie ein roter Faden. Die haben ganz häufig das Nibanhi. Was macht man jetzt mit so einem Koi? Er schwimmt hier inmitten vieler Koi, die das Problem nicht haben, die augenscheinlich perfekt sind, die wirklich Masterpieces der japanischen Koi-Zucht sind. Aber der Besitzer sagt, er will den Koi auf gar keinen Fall aufgeben und will ihn auch auf gar keinen Fall hergeben, sondern hat sich mit dem kleinen Makel angefreundet und sagt einfach, dann ist es halt so, nicht jeder Fisch kann perfekt sein. Und genau so würde ich es auch sehen oder meiner Devise folgend, einen großen Koi über 80 cm entstellt am Schluss nichts. So, und wenn Sie mal schauen, auch hier wieder haben wir es mit dem hohen Koi zu tun, der diese Höhe nicht nur in Längenwachstum umgesetzt hat, sondern auch jetzt schon in einem sehr guten Körpervolumen. Sie müssen natürlich immer bedenken, wenn ich hier filme, ich habe Objektive drauf, ich habe zwar keinen Weitwinkel, da werden sie alle schlank, sondern normales 24-70er Objektiv drauf. Aber auch da gibt es, je nachdem, wie ich die Kamera halte, gibt es da Verzerrungen. Also der ist wirklich sehr, sehr gut, gute Kopfform, ein langer Koi. Und ich bin mir sogar sicher, dass er das Potenzial besitzt, in den nächsten Jahren auch auf 90 cm zu wachsen. Aber jetzt schauen Sie sich mal, auch wie scharf das Schwarz am Kopf abgegrenzt ist. Das ist an und für sich eine Rakete mit einem kleinen Fehlstart. Schade. Ja, aber auch das wollen wir Ihnen zeigen. Das ist in den Koi in der Regel genetisch verankert. Es ist auch der einzige Koi hier im Teich, der das hat. Er ist jetzt schon 3 Jahre oder 4 Jahre sogar hier und ein anderer hat es nicht. Also man darf da keine Angst haben, dass es ansteckend ist. Das ist wirklich genetisch in so einem Koi verankert. Man sieht das auch nicht, man kann das auch nicht vorhersagen. Und wir kennen auch keine Häufungen in bestimmten Blutlinien. Und gerade Showa wüsste ich jetzt keinen zweiten, der das hat. So, auch das ist ein Teil unseres Hobbys. Vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut und schauen Sie mal wieder rein.